Technologie für besseres Hören und mehr vom Leben. Mit den neuen Nu-Ihr-Hörgeräten. Ab 0 Euro private Zuzahlung. Hörgeräte Enert. Zehnmal ganz in Ihrer Nähe. ErzTV Kompakt zeigt heute: Weiße Ostern, Schneefall an Feiertagen, Schwarzer Tag. Unfall an Bahnstrecke und dunkler Rauch, Brand und Osterfeuer. Musik Glück auf, gut, dass Sie uns hier im Winterwunderland besuchen. Hat also gerade noch so geklappt, dass Sie die Ostereier nicht im Schnee finden mussten. Denn jetzt sind wir hier im Erzgebirge in einen erneuten weißen Zauber gehüllt und ein paar Zentimeter könnten rund um den Fichtelberg noch hinzukommen. Ganz und gar nicht zauberhaft war das, was sich am Rande des Zweitligaspiels vom FC Erzgebirge Aue in Nürnberg abgespielt hat. Bei YouTube ist ein Handyvideo aufgetaucht, das einen Polizeieinsatz gegen die Aue-Fans zeigt. Pfefferspray kommt zum Einsatz. Ein von der Polizei bereits überwältigter Fan wird von einem Beamten getreten. Die Situation ist aufgeheizt, die Einsatzkräfte wirken nervös. Was sich vorher abgespielt hat und welchen Grund die mitgereisten Fans dafür vielleicht selbst lieferten, zeigt das Video nicht. Laut Polizeimeldung hatte der 30-Jährige einen Beamten angegriffen und auch noch während der Festnahme um sich geschlagen und getreten. Zudem soll er versucht haben, die Dienstwaffe eines Beamten an sich zu bringen. Während der Festnahme sollen die Beamten von Auefens angegriffen worden sein, heißt es weiter. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Die Fanbetreuung des FC Erzgebirge Aue will nun gegen den unbekannten Polizisten ebenfalls Strafanzeige stellen. So langsam kühlt sich das Ganze nun erstmal wieder ab und damit sind wir wieder beim Thema Wetter und Ostern. Gerade so ein verlängertes Wochenende wird von Touristen gern genutzt, wenn auch mit anderen Erwartungen. Der Osterhase im Schnee. In weiten Teilen des Erzgebirges war das 2017 mal wieder der Fall. Was dem Weihnachtsmann verwehrt bleibt, bleibt dem Osterhasen nicht erspart. Schon die letzten Jahre fing es pünktlich zu Ostersonntag an zu schneien. Besonders am Fichtelberg stauten sich die Schneeschauer. Für manch Urlauber kam die weiße Pracht überraschend. So für Guido Plöscher, der mit dem Fahrrad in Oberwiesenthal unterwegs war. Ja, unten war es noch gut. Bin hochgefahren, extra aus Berlin gekommen. Schönes Osterwetter erwartet. Um angekommen, Schnee liegt. Freue mich auf die Abfahrt. André Thomasius hat den Fichtelberg am Ostersonntag auch auf zwei Rädern angesteuert. Glücklich war er darüber nicht. Ja, weil eine habe ich mir besser vorgestellt. Der Schnee ist das eine. Die frostigen Temperaturen sind, nachdem wir schon Biergartenwetter hatten, das andere. Ja, T-Shirt habe ich noch drunter. Es wird kalt, ja. Es ist ganz schön kalt. Und ich hoffe, dass es wärmer wird unten und ein paar schöne Eier dann zu finden sind. Ja. Aber der Grill ist angeschmissen, da können wir braten nachher. Wird wunderbar, denke ich. Ans Grillen denkt unser anderer Fichtelberg-Tourist nicht. Sein Ziel? Ganz schnell heben und ab in die am Ostermontag wurde es dann vielerorts weiß. Im oberen Erzgebirge hat sich seit Ostern der Winter eingenistet. Also lassen Sie die Winterjacke noch an und die Winterreifen noch aufgezogen. In diesem Sinne, Schieheil. Erste Meldungen fürs Erzgebirge nach Ostern. Die Erzgebirgssparkasse kann im letzten Jahr auf ihre beste Geschäftsentwicklung seit der Fusion am 1. Januar 2012 zurückblicken. Das sei laut Angaben des Kreditinstitutes trotz anhaltend widriger Rahmenbedingungen mit Niedrigzinsphase und weiter steigenden kostenintensiven regulatorischen Anforderungen erreicht worden. Die Kundeneinlagen auf Giro, Termingeld und Sparkonten stiegen 2016 um 159 Millionen Euro bzw. 4,2 Prozent auf mittlerweile 3,998 Milliarden Euro. Darüber hinaus investierten die Sparkassenkunden zusätzlich 197 Millionen Euro in Wertpapiere. Dank dieser äußerst positiven Entwicklung konnten mit einem finanziellen Leistungsvolumen von 1,5 Millionen Euro über 500 Vereine, Organisationen und Projekte im Erzgebirgskreis unterstützt werden. Die Erzgebirgssparkasse ist die drittgrößte Sparkasse in Sachsen und die viertgrößte Sparkasse in den neuen Bundesländern. Sie beschäftigt 819 Mitarbeiter, darunter 20 Auszubildende und hat ca. 250.000 Kunden. Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zum Ostermontag zu einem Brand in Seema gerufen. In der Werkhalle einer Metallbaufirma brannte ein Wohnmobil und das Feuer hatte bereits auf das Gebäude übergegriffen. Der 55-jährige Besitzer des Wohnmobils erlitt bei Löschversuchen eine Rauchgasintoxikation. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehren aus Seema, Kranzal, Neudorf, Kretscham, -Roten sema und Buchholz waren mit etwa 60 Kameraden vor Ort. Sie zogen das brennende Wohnmobil aus der Halle und löschten den Brand am Hallendach. In Schneeberg wurde Ostern ins Kulturzentrum Goldene Sonne eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten nach Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters und dem Entriegeln einer äußeren Metallvergitterung in einen Büroraum des Gebäudes auf dem Fürstenplatz. Schränke und ein Rollcontainer wurden geöffnet. Zwei Geldbörsen mit einem Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe sind verschwunden. Zudem versuchten die Täter, einen im gleichen Raum befindlichen Tresor, fest mit der Wand verankert, zu entwenden. Dies gelang durch die Widerstandsfähigkeit der Verankerung nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Spektakulärer Unfall am Samstagnachmittag in Steinbach. Ein Skoda kam nach links von der Fahrbahn ab, hob ab, krachte gegen einen Baumstumpf und flog über ein Geländer ca. 15 Meter hinab aufs Gleis der Pressnetztalbahn. Mehr als nur ein paar Schutzengel hatten zwei Familien, die am Bahnsteig Wildbach auf den Zug warteten. Umgehend wurden Rettungsdienst und die Feuerwehr Steinbach alarmiert. Der Zug nach Jöstadt konnte von den Verantwortlichen noch in letzter Sekunde im Bahnhof Steinbach gestoppt werden. Die Feuerwehr stellte den Pkw wieder auf die Räder. Nach über einer Stunde konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden. Der Zug dampfte mit den Touristen nur wenige Meter an dem völlig zerstörten Pkw vorbei. Der Škoda-Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Aufgrund von Baumfellarbeiten wird die Staatsstraße 228 zwischen Scharfenstein und Hopfgarten in der Zeit vom 20. bis 22. April voll gesperrt. Dazu wird eine Umleitung ausgewiesen. Die Volkskunstschule des Erzgebirgskreises mit Sitz im Schwarzenberger Schloss erweitert im Sommer ihr Angebot. Erstmals wird es ab Juni Schnitzkurse für Erwachsene geben. Diese finden unter Leitung von Holzbildhauer Michael Rösel-Rother in der Schnitzerstube im Schlossturm statt. Interessierte werden gebeten, sich bei der Volkskunstschule unter Telefonnummer 03774 178673 anzumelden. Parallel zu diesen Sonderkursen möchte die Volkskunstschule auch einen festen Schnitzzirkel für Erwachsene in Schwarzenberg etablieren. Aufgrund von Umbauarbeiten des Dachgeschosses am Dienstgebäude des Landratsamtes in Aue auf der Wettinerstraße 64 ziehen die Referate Kreisstraßen, Straßenunterhaltung und Teile des Referates Straßenverkehr des Landratsamtes Erzgebirgskreis vorübergehend in das Dienstgebäude nach Schwarzenberg auf der Straße der Einheit 5. Durch diesen Umzug sind die Referate in der Zeit bis 21. April nur eingeschränkt erreichbar. Ab 24. April sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Schwarzenberg unter den bisherigen Rufnummern zu den bekannten Sprechzeiten des Landratsamtes wieder erreichbar. Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich Jahresende 2017, Jahresanfang 2018. Anschließend erfolgt der Rückumzug der entsprechenden Referate in das Dienstgebäude nach Aue. Am Ostersonntag hatte die Freiwillige Feuerwehr Lösnitz mit der Jugendfeuerwehr zum zweiten Mal zu einem Osterfeuer eingeladen. Vielleicht der Beginn einer Tradition. Das Lagerfeuer war Höhepunkt eines Tages der offenen Tür im Gerätehaus, bei der auf unterhaltsame Weise auf die Arbeit der Feuerwehr aufmerksam gemacht wurde. Die Jugendfeuerwehr kann sich zuletzt auf gestiegenes Interesse freuen. Es gab mehrere Eintritte, sodass derzeit der Jugendfeuerwehr 28 Mitglieder angehören. Ja, und die nächsten Feuer stehen im Erzgebirge auch schon an. Am 30. April werden allerorts wieder die Hexen verbrannt. Feuer hat im übertragenen Sinne auch der Sport im Erzgebirge. Der hiesige Kreissportbund hat darüber den Überblick und kann sogar ein Ranking der Mitgliederstärksten Vereine aufzählen. Wer die meisten Mitglieder hat, das ist nicht schwer zu erkennen. Aber wie geht's weiter? Der Kreissportbund Erzgebirge hat vor kurzem in Anneberg-Buchholz die Vereins- und Mitgliederentwicklung im Erzgebirgskreis bilanziert demnach treiben aktuell 53368 Erzgebürger organisiert Sport 465 Sportvereine stehen dafür landkreisweit zur Verfügung. Das bedeutet bei den Mitgliedern einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr 2016 von 1169 Sportlerinnen und Sportler. Die Anzahl der Sportvereine sinkt dagegen das vierte Jahr in Folge. Der Spitzenwert war 2013 mit 485 Vereinen. Einen wahren Mitgliederschub hat in den vergangenen letzten zehn Jahren der FC Erzgebirge Aue erfahren. 2008 hatte der Verein 1132 Mitglieder, 2017 sind es 6751. Damit ist der FCE auch mit Abstand der Mitgliederstärkste Sportverein im Erzgebirgskreis. In den Top Ten folgen weiter der SV Tanne und das Schwimmteam Erzgebirge auf Platz zwei und drei. PSV Schwarzenberg, TSV Olbernau, SV Schneeberg und TSV 1847 Buchholz belegen die Ränge vier bis sieben. Außerdem in den Top Ten vertreten sind ATSV Gebirge Gelobtland, TSV Elektronik Gornsdorf und der Zwönitzer HSV 1928. Der erzgebirgische SV Chorlau hat mit 429 Mitgliedern Platz 10 des Vorjahres knapp verpasst. Ein Blick auf die Sportarten zeigt die Beliebtheit des Fußballs. Nach Anzahl der Mitglieder folgen allgemeine Sportgruppen Skisport, Tischtennis und Handball. Geräteturnen hat es wegen großer Mitgliederverluste nicht in die Top 10 der Mitgliederstärksten Sportarten im Erzgebirgskreis geschafft. Die Veranstaltungstipps sind an der Reihe. Ein Live-Konzert von Melanie Decker steht am Mittwoch im Haus am Kleinerzgebirge Erzgebirge in Öderan auf dem Programm. Die beeindruckende Stilpalette der Kanadierin reicht von der klassischen Folk-Pop-Ballade bis hin zu rockigen Popsongs. Ihr brillanter und facettenreicher Gesang von weich und schmeichelnd über angekratzt bis zu Tode betrübt zergeht im Ohr wie Schokolade auf der Zunge und ihre authentischen Songs über Liebe und Leben wecken Emotionen und vermitteln gute Laune. Das Konzert beginnt 20 Uhr. Reservierungen können unter 037 292 5990 oder büro. erzgebirgede vorgenommen werden. Die Volkskunstschule des Erzgebirgskreises bietet in den Osterferien Schnupperfilzen sowie Schnitzen mit dem Taschenmesser an. Filzen für Mädchen und Schnitzen mit dem Taschenmesser für die Jungen. Umgekehrt geht's natürlich auch. Beide Kurse finden am Donnerstag ab 17 Uhr zeitgleich in Bermsgrün, Gemeindestraße 1 statt. Mit dem Taschenmesser wird unter Anleitung von Holzgestalter Andreas Schmidt geschnitzt. Hier Bilder von einer früheren Veranstaltung. Den Filzkurs leitet Sabine Schmidt. Geeignet für Kinder ab acht Jahren. Anmeldung unbedingt erforderlich. Der Kurs findet erst bei mindestens fünf Teilnehmern statt. Der Kostenbeitrag beträgt 1,50 Euro pro Kind und 5 Euro pro Erwachsenen beim Schnitzen sowie 5 Euro pro Kind und 8 Euro pro Erwachsenen beim Filzen. Material inklusive. Alle weiteren Informationen unter www.volkskunstschule-erzgebirge.de In der Manufaktur der Träume sind alle Kinder am 20. April zwischen 14 und 15 Uhr zu Sonderführungen eingeladen. Unter der Überschrift des Kobolds verschwundene Ostereier können Kinder dem Kobold helfen, seine Ostereier wiederzufinden. Dazu bekommen sie ein eigenes Osterkörbchen und dürfen gefundene Schokoladeneier und Hasen Natürlich behalten. Um Anmeldung unter Telefon 03733 19433 oder E-Mail an maria.richter.annaberg-buchholz.de wird gebeten. Und die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Petra Schröer informiert am 20. April um 9.30 Uhr in der Agentur für Arbeit Aue zur Rückkehr ins Erwerbsleben, beispielsweise nach Elternzeit oder der Pflege von Angehörigen. Dabei informiert sie, wie der Wiedereinstieg gelingen und man die Brücke erfolgreich zurück in den Beruf schlagen kann. Angesprochen sollen auch jene werden, die aktuell Qualifizierungs- oder Anpassungsbedarf für sich sehen und hierzu Beratung und Unterstützung benötigen. Auch der Austausch mit anderen Wiedereinsteigern kann die Überlegungen zu einem beruflichen Neustart unterstützen. Die Informationsveranstaltungen werden flächendeckend im Erzgebirgskreis angeboten. Am 11. Mai in Stolberg und am 18. Mai in Marienberg finden zwei weitere Informationsveranstaltungen statt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Ja, der Dienstag ist damit Geschichte und diese Geschichten können Sie gern auch nochmal nachlesen. Auf erztv.de im Internet und in Teilen auch auf unserer Facebook-Seite. Gleich noch das Wetter mit den Tagesbildern. Ich sag mal so packen Sie den Mantel mal noch nicht ganz in den Schrank. Ansonsten sind wir morgen wieder da. Ihnen noch einen schönen Abend. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf. Regen oder Sonnenschein? Sie werden es hören. Wetter und Tagesbilder präsentiert Ihnen Hörgeräte Enert. Hörsysteme auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Zehnmal ganz in Ihrer Nähe.